Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Versuch, in The Binding of Isaac Afterbirth Plus Fortschritt zu erzielen. Wir versuchen heute nochmal unseren nächsten Charakter freizuschalten. Und dazu werden wir erneut mit Azazel auf Bossjagd gehen, binnen der ersten paar Minuten. Also bis binnen der ersten Minute muss das hier nämlich gegessen sein. So. Famine. Okay. Gut, wir kriegen schon mal hier auch eine Bombe, sehr gut. Und damit haben wir alles, was wir brauchen, um hier uns die Schaufel zu holen. Und los geht's. Das können wir nicht tun. Okay. Let the games begin. Theoretisch natürlich hier die Möglichkeit. Ich werde nicht mal eine Bombe gebraucht. Sehr schön. Der Coupon, der bringt uns leider auch gar nichts, weil das ein Usable ist. Gut. Aber wir können natürlich. Hier mal reingucken. Okay. Oh nein, da. Genau das wollte ich nicht. Sehr gut. Damit können wir uns das abschminken. Und direkt runtergehen. Ich wollte eigentlich nur Moms Foot da raufstampfen lassen. Dass wir Münzen hier einmal durchwürfeln. Gute Idee, dass wir uns hier treffen lassen. Hey, Curse of the Blind. Mensch. Was ist das denn? Punching Bag. Oh, das könnte natürlich tatsächlich sehr hilfreich sein. Wenn auch Mom's Foot mal ab und zu nicht auf uns geht. Wenn. Das ist die große Prämisse. Wenn dem der Fall sein sollte. So. Ach ja, stimmt ja, Curse of the Blind. Das ist viel zu riskant, als dass es was bringt. Sind wir mal ehrlich. Yay. Ich denke nicht. Selbst wenn wir uns das hätten leisten können, wenn wir genügend Herzen gehabt hätten, denke ich definitiv nicht, dass wir bei Curse of the Blind hier. Der Raum ist zu klein, der Raum ist zu klein, der Raum ist viel zu klein. Jeder Fehler ist gerade tödlich. Das ist schlimm. Hier ist. Das bringt halt. Das ist wieder ein Usable. Was will ich denn mit einem Usable? Okay. Auf ein neues.
So, hier ist ein Timer. Können auch hier ganz kurz Damage und HP ab. Stigmata, das ist ein gutes Item. Das kann man mal machen. Wo ist der Boss? Wir müssen den Boss killen und uns eine Bombe schnappen. Ganz kurz einmal dashen damit, weil es egal ist. I can see forever. Das ist eine gute Pille. Wir brauchen noch zwingend ein Bömpchen. Lovers. Ach Quatsch, wir haben ja ein Bömpchen. Moment. Speed down. Sehr gut. So. Okay. Warum muss das eigentlich so dermaßen stressig sein? Es ist schlimm genug, dass wir den Boss Rush schaffen müssen. Das ein Mumsfoot hätte ja auch gereicht. Nein, es müsste ja auch noch zwei sein. Nehmen wir mal mit. Dann habe ich hier noch einen gehört, der uns natürlich auch essentiell viel bringt. Wir haben den Item vergessen. Auf der Ebene waren wir noch nicht im Item Room. Und natürlich spawnt genau eine Boomfly. Die wir natürlich genau auslösen, die uns genau ins Gesicht sprengt. Ist ja klar, warum auch nicht. Gemini, Conjoined Friends. Yo, ist klar. Ey, Mann, komm, gib mal bitte. Okay. Range down. Okay, diesmal haben wir nicht den Item Room vergessen. Gut. Oh.
wegen dem Sog zu stark zu nah ans Feuer gekommen. Das. Freunde, es ist echt nicht einfach. Eden's Blessing. Toll! Da ist sogar ein Supermarkt-Rock da. Und wir haben eine Ebene ohne Bomben. Yay! Ja, es ist schön, dass du ein bisschen rumtrampelst, Mom. Kein Problem. Ich würde mich freuen, wenn ich die Schaufel auch runterspringen könnte, aber wir haben leider... Oh doch, wir haben tatsächlich... tatsächlich die Möglichkeit, es zu tun. Okay. Also, letzter Versuch für heute. Würde gerne. Danke. Okay. Curse of Darkness ist natürlich wieder exzellent. Wieso? Wieso sollte es auch einmal was Positives sein? Ach, genau in meinen blöden Laufweg wieder, ey. Das habe ich noch gesehen. Dann kann man mal langsam in Richtung Item Room, hoffe ich doch. Ne, direkt zum Boss ist auch in Ordnung, theoretisch. Das kann nicht wahr sein. Okay. Okay. Eden's Blessing. Wow. Tears. Okay. Das kann helfen. Das kann auch helfen. Tears up. Eigentlich wollte ich mir Eden's Blessing für morgen aufheben, aber ganz ehrlich. Das war schon wieder so... Das war ein Murks. Das auch schon wieder. Ich war doch komplett über dem blöden Stein.
So. Jesus Juice. Damage und Range up. Range bringt uns halt leider nichts. Jetzt müssen wir halt nur noch... Nee, Quatsch. Wir haben Bomben. Und zwar genügend. So. Okay. Gib ihm. Ein Fuß wäre halt einfach zu einfach, nicht wahr? Dankeschön. So. Jetzt habe ich hoffentlich kurz Ruhe. Ich denke doch, dass wir hier die Missing Page 2 mitnehmen. Und uns... Oh Gott. Natürlich ist hier der Steam Sale. Bringt nichts. Okay. Dann gehen wir mal... eine Ebene tiefer. Gucken wir mal, was haben wir hier Feines. Das ist verführerisch, aber dann sind wir zu langsam. Dann sind wir zu langsam. Es wären zwei Herzen. Achso, wir haben keine Schlüssel. Ich wollte gerade sagen, der Raum war doch aus. Das, ey. Ja, das ist doch dumm. Ich habe zu lange gebraucht. Ich habe den Schatten zu spät gesehen. Schlüssel! Sie ist gut. Bomster. Dankeschön. Genau darauf habe ich gehofft. Eine Bomster-Akis-Pille. Wow. Okay, gut, wir haben sehr viel gewonnen durch diesen Glücksgriff mit der Bombs als Kiespille. Nämlich effektiv rein gar nichts. Also, ab zum Bossfight. Der Horns ohne Mom, bitte. Dankeschön. War nicht auszuweichen. Yay. So, wir haben aber genügend Herzen, um uns hier eine Kleinigkeit zu gönnen, nämlich Sister Maggie. Einfach um noch ein bisschen mehr Damage rauszuhauen. Würde sich doch tatsächlich ein Besuch im Shop auch direkt mal lohnen. Hangman bringt uns rein gar nichts.
der Portable. Wow. Einfach nur wow. Ey, das kann nicht wahr sein, dass ich heute so dermaßen schlecht bin, dass ich mich die ganze Zeit von so dummen, ganz normalen Champions treffen lassen, töten lasse. Ey, es muss echt besser werden. Es muss echt mal wieder so ein Tag kommen, wo einfach mal wieder die Sache läuft. Und ich hoffe, der ist morgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Bis bald. Euer Matze. Ciao.